Auf deinem Zack-Screen siehst du dein Geld auf Töpfe verteilt. Im grünen Topf siehst du immer, wie viel Geld du momentan zum Ausgeben übrig hast. Im dunkelblauen Topf siehst du, wie viel Geld für die monatlichen Fixkosten reserviert ist. Die hellblauen Töpfe sind Spartöpfe. Davon kannst du so viele machen, wie du willst. Du kannst Geld einfach mit dem Finger von einem Topf in den anderen schieben. So. Betrag einstellen, auf Fertig tippen und schon ist das Geld im anderen Topf. Einen neuen Topf erstellst du so. Tippe auf Plus. Gib deinem Topf einen Namen und wenn du magst, ein Bild. Du kannst ein Icon oder irgendein Foto auf deinem Handy auswählen. Gib ein, wie viel du zusammensparen willst. Du kannst Zack auch automatisch sparen lassen. Gib einfach ein, wie viel und wie oft. Fertig.